jetzt. Peinliche Eltern, nervige Geschwister, eben eine ganz normale Familie. Live Bites, gleich bei Kabel 1. Nicht schon wieder. Ich war wirklich als Erster da. Ja, aber ich habe vor dir Erster gerufen. Ach Quatsch, du hast vielleicht vor mir angefangen, Erster zu rufen, aber ich habe vor dir aufgehört, Erster zu rufen. Komm schon, Tom, bitte lass mich als Erstes ins Bad. Ich muss duschen, Haare waschen, Locken eindrehen, sie dann wieder glätten, weil ich keine Locken mag, und mich schminken. Genau, du brauchst eine halbe Ewigkeit und ich muss mich nur rasieren. Ja, also das kannst du auch hier draußen mit einem feuchten Waschlappen machen. Du hast gar kein Bad. Ah, guck mal, das Uli. Ja, Quatsch, komm. Für den Trick ist Opa schon aus der Tanzschule geflogen, so alt ist der. Hey, schau mal, da ist Susa. Überleg dir bitte, wen du gerade versuchst reinzulegen, Bruder. Hey, Kinder, im Wohnzimmer, da landet gerade ein UFO. Was? So ein Quatsch, es gibt gar keine UFOs. Papa, hast du Fieber? Nee, aber das Badezimmer für mich alleine. Tor denn, Mann? Na, dass das gerade eben da geschossen habe. Das war kein Tor, der war überhaupt nicht richtig drin. Ich habe ihn auf der Linie gehalten. Der Ball war hinter der Linie. Und hinter der Linie heißt Tor. Du weißt nur nicht, was auf der Linie bedeutet. Natürlich weiß ich das. Auf der Linie bedeutet kein Tor. Doch hinter der Linie bedeutet Tor. Was jubelst du eigentlich so? Der Ball muss die Linie komplett überschreiten, damit es ein Tor ist. Überschreiten? Tom, hör auf mit diesen Fremdwörtern. Du verwirrst mich. Na, überschreiten ist doch kein... Mann, Finn, ich erklär's dir einfach, dann verstehst du es vielleicht. Das hier ist vor der Linie und ist kein Tor. Das hier ist auf der Linie und ist auch kein Tor. Ja. Und das hier ist hinter der Linie und ist ein Tor. Nein, Tom, das ist kein Tor. Was denn sonst? Das ist ein Eigentor! Tor! Tor! Nemo gefunden. Sydney. Papa, Mama, dürfen wir fernsehen? Natürlich. Aber nicht hier. Wir schauen gerade die Nachrichten. Nachrichten? Die sind doch total langweilig. Genau. Erzähl uns doch lieber nochmal die Geschichte, wie Mama und du euch kennengelernt habt. Ach ja, ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre. Es war ein Freitag. Es war ein Donnerstag. Ja, richtig. Ja, es war Donnerstagnacht. Also schon fast Freitag. Was heißt denn da Nacht? Es war Mittag. Ja, aber war da nicht diese wunderschöne Sonnenfinsternis so, dass es aussah, als wäre es nachts gewesen? Du hast eine Sonnenfinsternis in deinem Kopf. Wie kannst du nur vergessen, wie es war, wie wir uns kennengelernt haben? Ja, aber Schatz, weißt du, es war doch nur, weil ich war so geblendet von deinem langen, goldenen Haar. Ich hatte damals kurze, schwarze Haare, du Monster! Weiß ich doch, Schatz, jetzt sei doch nicht so... Ich war damals kurzsichtig. Und blind. Molly! Und ich rufe dich dann, wenn ich... Molly? Du kleines... Monster? Stimmt, aber was ist dir lieber? Ein Monster neben dir oder die Nachrichten? Nina, jetzt wo wir mal unter uns Frauen sind, hast du eigentlich einen Freund? Was? Auf gar keinen Fall. Ach komm, deiner Mama kannst du es doch sagen. Wie heißt er denn? Ich habe keinen Freund. Dann sag mir wenigstens die Anfangsbuchstaben. Welchen Anfangsbuchstaben denn bitte? Also gut, dann sag mir wenigstens, ob er gut aussieht. Er ist bestimmt blond, was? Mama, welchen Teil von ich habe keinen Freund hast du nicht verstanden? Also gut, wie du willst, dann hast du eben keinen Freund. Er ist bestimmt bei dir in der Klasse, oder? Oh, also gut, ich habe einen Freund. Bist du jetzt zufrieden? Was? Du hast einen Freund? Ja, da haben wir's. Und ich als Mutter erfahr's wieder als allerletzte. Warum nur, Nina? Warum? Immer ich. Okay, Nina, ich fasse nochmal zusammen. Ich gebe dir Ballack, Podolski und Schweinsteiger und 20 Millionen. Und wenn Papa aus dem Bad kommt, dann darf ich als Erster rein. Tom, deine kindischen Fußball-Sammelbildchen interessieren mich null. Dann leih ich dir eben das Auto. Du hast doch nicht mal einen Führerschein. Genau. Und deswegen kann ich dir das Auto leihen, wann immer du willst. Komm schon, lass mich rein. Du bist so undankbar, Tom. Hast du schon vergessen, dass neulich nur noch ein Stückchen Käse übrig war und ich extra für dich aufgehoben hatte? Nina, da waren wir im Kindergarten. Ja, und ich hab's mir ganz genau notiert. Du konntest damals noch nicht mal schreiben. Und du kannst heute noch nicht mal lesen. Mir reicht's. Ich geh als Erstes rein. Nein, ich bin dran. Ich sag dir, ich geh rein. Ja, es war nicht leicht.
Aber ich denke, ich habe es erfolgreich zu Ende gebracht. Vielen Dank, meine Kinder. Bitte, Nina, nach dir. Nee, komm. Nee, danke, nach dir. Doch. Oh. Haltet euch gut fest. Alles klar, Kids? Und erlebt neue Abenteuer mit Captain Baloo und seiner tollkühnen Crew. Gleich bei Kabel 1.